Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier die billigste Lösung vom Sancho, wie ihr den abschließen könnt. Ich werde den nicht machen, warum werde ich euch auch im Laufe des Videos erklären. Die Top-Partien werden wir in dem Video hier auch noch abschließen. Und dann gehen wir mal direkt rein, was man hier braucht. Zum Vergleich, er hat eine 84er Rate in Rating und kostet über 100.000. Ein Lukas zum Beispiel aus der Premier League, die SBC, hat nur 50.000, 60.000 damals gekostet und war um einiges besser von den Werten her. Ich will jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist, aber die Werte von dem sehen einfach nicht gut aus, bis auf Tempo und Dribbling. Deswegen werde ich den nicht machen. Ich wollte den erstmal, aber dann habe ich gesehen, was man hier für Anforderungen will. Und dann habe ich ihn auf jeden Fall nicht gemacht. Eine Challenge werden wir allerdings abschließen, welche werde ich euch natürlich jetzt zeigen. Gehen einfach mal rein mit der ersten Challenge. Hier, das ist das Bundesliga-Team, 81er Rating. Relativ günstig, bis auf der Inform. Die habe ich alle verkauft. Zeige ich euch alle. Der hier ist noch der billigste. Finn Bogason, 20k. Wenn ihr Sancho unbedingt machen wollt, nehmt diesen Finn Bogason bei diesem Team. Der Rest kostet hier nichts. Rest sehr, sehr billig, muss man einfach sagen. Zweite Change, noch, also die ist am allerbilligsten, diese zweite Change. Und da holen wir uns auch dieses Pack. Das ist ein halbes 50.000er Set. Kostet nicht wirklich viel. Ich habe die, glaube ich, eh alle und beide untauschbar von Dortmund. Ja, untauschbar und untauschbar. Die sind aus den Rival Rewards. Deswegen kann man die abgeben. Das kriegt ihr auf jeden Fall auch hin. Macht hier rechts mit England einen Link. Also ein Verein einfach. Und hier zwei Dortmunder und Rest habe ich mit La Liga zusammengeklatscht. Hat easy geklappt. Habe sogar 5 Chemiepunkte mehr. Werden die auch auf jeden Fall hinbekommen. Ja, das senden wir auf jeden Fall mal ab. Weil das Pack holen wir uns, vielleicht ziehen wir hier was Gescheites drauf. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich sage, wie kann man so eine Challenge machen, Freunde. Also wie kann man bitte so eine Challenge machen? Was braucht man hier? Man braucht hier einfach einen deutschen Inform. Und da gibt es 3-4 Stück. Und die sind alle auf 50.000, 60.000 hoch. Ich habe, also besser gesagt, nicht auf 50.000, 60.000, auf 45.000, 50.000 ungefähr. Aber da habe ich gedacht, komm, ich verkaufe die, die ich im Verein habe. Zeige euch jetzt die Spieler, die ich hatte. Ihr wisst ja, ich kaufe ja die Informs alle immer vom Team der Woche für 10k ein. Und jetzt genießt die Preise, Freunde. 45.000 für einen Eggestein. Den haben wir für 10.000 mitgenommen. Ibisevic, 32.000. Finn Bogason, okay, der ist nicht ganz so teuer, aber auch immerhin verdoppelt. Und jetzt Scheffler, 47.000 Coins. Also da schließe ich doch keinen Sancho ab, da vertige ich den doch lieber. Also letztes Jahr hätte ich die SBC trotzdem mitgenommen, aber man muss einfach schlau denken. Ich nehme lieber die Coins mit. Coins sind wertvoller wie so eine untauschbare SBC, die keine guten Werte hat. Also wie gesagt, hätten die einen normalen Inform gesagt, gebe einen normalen Inform ab, hätte ich das gemacht, aber nicht einen deutschen, der jetzt auf 50.000 ist. Auch wenn ihr einen Hector gezogen habt, schaut nach, der geht auch für 45.000, 50.000, haut die raus, da kriegt er jetzt ordentlich Coins für. Wie gesagt, die machen wir hier weg. Das sind aus 40.000 haben wir hier knapp 200 gemacht, okay, nicht ganz, aber auf jeden Fall, ja, ist schon ordentlich, was wir hier gemacht haben, ne? Also, ja, 150 ungefähr. Also haben hier 100.000 Gewinn gemacht an diesen 4 Informs. Das ist schon sehr, sehr krass. Klar, Finn Bogason ist halt jetzt nur ums Doppelte gestiegen, aber dafür die anderen natürlich umso mehr. Und der Gewinn, der schmeckt natürlich. Jetzt holen wir uns das eine Pack ab und dann gehen wir natürlich noch zu den Top-Partien, Freunde. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr Sancho macht. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Bayern-Fan bin. Ich wollte den auf jeden Fall machen, weil jetzt viele das vielleicht reinschreiben. Ja, aber ich sehe nicht ein, dass ich da, wie gesagt, 50.000 für so eine Inform ausgebe. Der 50.000 wert ist. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen in dem kleinen Paket hier. Ja, wenigstens Leinwand kommen. Ja, ist auf jeden Fall gelohnt, Kappa. Na, Gummis. Ein 80er ist halt jetzt auch nicht zu gebrauchen. Aber vielleicht haben wir noch was Schönes drin. Ja. Ja, Schmutzpack, aber richtiges Schmutzpack. Die können wir direkt abstoßen. Die sind alle aktuell nichts wert, muss man gar nicht mitnehmen. So, jetzt gehen wir noch zu den Top-Partien. Da haben wir ja schon ewig nicht mehr abgeschlossen, die Top-Partien. Werde ich mal wieder mit reinnehmen. Viele wissen ja, habe ich ja seit FIFA 17 eigentlich regelmäßig immer gebracht, entweder als Video oder als Livestream. Aber die letzten Wochen haben sich die Top-Partien halt echt nie gelohnt, deswegen hatte ich da ja keinen Sinn gesehen, deswegen mache ich das jetzt hier in dem Video. Wenn ihr wieder Bock habt auf die Top-Partien, schreibt einfach mal Hashtag Top-Partien, dann sehe ich, dass ihr Bock darauf habt, Freunde. Wenn euch natürlich gefällt mit dem Video, könnt ihr auch schon mal sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben, Freunde. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Relativ easy, was man hier abgeben soll. Die wollen hier einfach, ja, dass man zwei Engländer abgibt, der Rest könnt ihr so bauen, wie ihr wollt. Ich zeige es einfach, ich hatte das meiste eh gezogen aus Packs oder aus so gesehen als Rivals oder Dings das Weekend League Belohnung. Ihr wisst, wie ich das ziehe, Freunde, ihr seht es ja immer. Hier bekommt man ein Silberset, da kann was Dickes drin sein. Italien oder Portugal, also die, man muss sagen, die Voraussetzungen, die sind sehr, sehr easy. Ihr seht hier, habe ich auch einfach ein Italien-Team gebaut. Donati könnte man mal vielleicht schauen, dass man den Kollege spart, weil der ist natürlich nicht so schlecht, weil er natürlich aus der Bundesliga ist. Da gebe ich sogar lieber einen Goldspieler ab. Ihr seht auch Champions League Karten, fragen mich auch immer sehr, sehr viele. Kann man wieder einkaufen? Natürlich kann man wieder einkaufen, da die natürlich nur bei einem Preis von, ach, den haben wir schon, die Liga, weil die nur von einem Preis, die sind aktuell unter 1000 Münzen. Wer einkaufen will, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Also, die werden safe wieder auf 3-4k hochgehen bei der nächsten Challenge, da bin ich mir sicher. Das hier schließen wir auf jeden Fall ab. Deswegen könnt ihr da nichts vergessen, weil ihr seht, ich habe noch sehr, sehr viele gebunkert, die habe ich alle für 1000 geholt. Aber selbst wenn ich die damals für 1000 geholt habe, wenn die auf 3-4k hochgehen, okay, habe ich pro Karte 200, 300 weniger gewinnen. Aber ja, da bin ich trotzdem zufrieden. Hier haben wir wohl einen abgegeben, den wir schon hatten. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch einen von denen im Verein haben. Wir haben sogar noch einen von denen im Verein. Perfekt. Schließen wir das hier auch ab. Auch das war relativ billig. Was habe ich hier genommen? Betis Sevilla. Sevilla und Getafe habe ich hier genommen. Darf man nur drei Teams nehmen. Braucht einen tschechischen Spieler. Ich weiß nicht, was der kostet. Ich wollte eigentlich Preis für gleich mal. Weil ich möchte euch natürlich zeigen, was der Kollege hier kosten würde. Ja, vielleicht ein Tausender maximal. Könnt ihr auf jeden Fall so abschließen. Auch ihr seht hier viele untauschbar. Wie gesagt, ich werde ja bei Rivals immer untauschbare SPCs nehmen. Besser gesagt, untauschbare Packs. Genau für so Sachen. Dann kann man die einfach hier sehr, sehr günstig abschließen. So, dann können wir Deutschland gegen die Niederlande. Ja, auch das war. Habe ich einfach Bundesliga-Team gebaut. Ihr seht hier. Gibt es jetzt auch nicht, auch hier wieder sehr, sehr viel untauschbar. Wie gesagt, die haue ich nach und nach alle weg, dass wir natürlich, wenn wir nächste Woche wieder die Rivals Rewards haben, die natürlich wieder untauschbar nehmen, dass wir da natürlich nicht alles doppelt kriegen, ist natürlich klar. Und so im Endeffekt zahle ich dann nichts dafür und bekomme natürlich die doppelte Anzahl der Spieler, ist natürlich auch gut. Top-Partien haben wir jetzt abgeschlossen, haben wir jetzt noch 5 Pakete, gucken wir mal, was wir da noch rausziehen. Die Silberpacks, die werde ich schnell skippen. Da gucken wir, vielleicht ziehen wir ein, zwei teure Spieler drin. Wenn nicht, werden wir die einfach in den Verein klatschen. Und ja, dann ist da auch gut. Kuzmanovic ist sogar was wert. Okay. Den werden wir was safe für 2k wegkriegen, weil da war nur einer für 1,5. Und den werden wir safe für was wegkriegen. Hier sind bestimmt noch ein paar dabei, was die ein bisschen was gehen. Dann werde ich alle erstmal im Verein speichern. Den hier schauen wir mal nach. Auch der geht für 500 ungefähr, der aus der belgischen Liga ist. Anderlecht spielt der, kann man auf jeden Fall auch verkaufen. Nächstes Silberpaket, wie gesagt, die Silbersets, die skippe ich natürlich. Da muss man nicht schauen, ob da was Cooles rauskommt. Da gibt es natürlich nur einen Cristiano, der interessant ist. Hier seltene Silberspieler kann man natürlich immer noch für fast 1000 überteuert verkaufen. Aber die Silberpacks haben sich heute nicht so gelohnt. Schauen wir einfach mal, Jumbo Gold Pack, Jumbo Premium Gold Pack und ein Premium Goldspieler Pack. Also das sind drei ordentliche Packs, natürlich nicht die allerkrassesten, aber auch keine absoluten Schmutzpack, also da kann ordentlich was drin sein. Die eine oder andere Leinwand wäre nice. Und daher haben wir Zaha, der war am Anfang viel wert. Mittlerweile geht der für Abstoß leider, also ja, der Markt ist sehr, sehr tot, muss man ja sagen, gerade mit den normalen Goldspieler. Jumbo Premium World Pack, also bis jetzt die Top-Partien so wie die letzten Wochen gewesen. Nicht rentabel, aber wie gesagt, ich möchte euch das natürlich zeigen, ob die sich lohnen oder nicht. Bis jetzt lohnen die sich natürlich eher nicht. Hier ziehen wir noch einen Jan Sommer, den haben wir natürlich auch schon längst im Verein. Ja, auch der bringt natürlich nichts. Oh, ein Bender. Bender kann man für ein bisschen was verkaufen. Bundesligaspieler sind anscheinend jetzt alle ein bisschen gestiegen. Würde ich euch empfehlen, schaut danach. Kann man ein bisschen Coins mitnehmen, wenn wir mal reinstellen, weil der wird natürlich so schnell nicht mehr an die 3k wert sein. Deutsche gehen anscheinend alle für was, also da schaut er wirklich nach. Auch der hier geht für ordentlich Zunder weg. Kommen wir zum letzten Set, Premium Goldspieler Set, 12 Spieler, 3 selten, komm, jetzt wenigstens mal eine Leinwand bitte, macht nicht diesen, komm bitte eine Leinwand. Okay, Top-Partien haben sich auf jeden Fall sehr gelohnt, wenn man hier einen 77er seltenen als besten bekommt. Möchte nichts zu sagen, Freunde. Top-Partien waren so wie immer. Immerhin noch zwei deutsche Innenverteidiger.
die für anscheinend alle jetzt für um die 2-3K gehen. Wie gesagt, da würde ich euch empfehlen, schaut da auf jeden Fall nach, weil da könnt ihr jetzt noch eine Ladung Coins mitnehmen. Die werden wir auf jeden Fall alle reinstellen, weil das sind einfach Coins, die werden die so schnell nicht mehr erreichen. Hier auch 1,9. Werden sogar mehr. Der ist natürlich gut bewertet. Den werde ich mal 2,6 und hier 1,9 rein mit dem. Rest werden wir natürlich in den Verein klatschen. Hier auch ein LM, Deutscher. Also die Deutschen gehen für was. Schaut einfach Deutsche und Bundesligaspieler nach. Hier auch ein Korb. Also die gehen für sehr, sehr viele Coins weg. Die werde ich auf jeden Fall alle aus dem Verein rausholen und alle verkaufen natürlich. Die drei hier nehmen wir noch mit. Ja, muss man wahrscheinlich eher nicht mitnehmen. Ja, der auch nicht. Wenn ihr natürlich die nicht doppelt habt, nehmt die auf jeden Fall mit. Immerhin, der geht nochmal für 750. Immerhin. Ist okay. Ich denke, Minus werden wir nicht gemacht haben. Aber großen Plus werden wir auch nicht gemacht haben. Ja, also wir können nochmal schauen, ob sich nochmal was verkauft hat. Aber ja, drei Objekte sind nochmal weggegangen. Ja, ihr seht, Champions League Karten verkaufe ich aktuell wieder noch überteuert. Bin ein bisschen runtergegangen, 2,5 aktuell. Gehen halt pro Runde nur 2,3 weg, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Markt einfach so tot ist. Aber es lohnt sich immer noch. Ja, ihr seht auch hier, ich habe angefangen hier von der belgischen Liga meine restlichen Spieler, die ich im Verein habe, noch auszumisten. Weil Team ein, viele haben sich ja gefragt, was werde ich machen, ob ich mir jetzt Varane und Plonk hole oder Plonk und Maldini. Also ja, es hat nicht mal für Plonk und Varane gereicht, kann ich mal so sagen. Jetzt reicht es wahrscheinlich für Plonk und Varane, aber für Maldini reicht es natürlich nie im Leben. Der kostet so 900, aber wahrscheinlich warte ich da noch ein bisschen. Den kann man mal beobachten. Aber ich bin ehrlich, ich gehe davon aus, dass die nächste Woche ein bisschen billiger sind, dass ein Plonk da nochmal so um 50 bis 70k runter geht. Auch ein Varane, der natürlich sehr, sehr oft gezogen wird, da natürlich runter geht. Dann kommt natürlich hier Plonk hin und hier Varane und dann ist das Team eigentlich top. Dann kann man kaum noch was verbessern, außer natürlich die nächste Prime-Eigen, die Stars Ananas, ne? Ist natürlich klar. Dann gehen wir hier noch einen Vertrag auf Ronaldo und dann wären wir hier mit dem Video durch, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Video. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.